Na nee, gut, apropos hoch, ich möchte jetzt hier auch gleich wieder hochgehen. Deswegen schaue ich mal wieder, wo ich hergekommen bin. Hier war irgendwo ein Wasserfall, genau hier irgendwo. Wow, von hinten habe ich nur noch ein Zischen gehört. Da war der arme Creeper und hier auch noch ein Creeper, wow. Wow, 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 das geht hier aber ganz schön ab. So, hier ist ein Villager-Zombie und hier muss ich, glaube ich, auch hoch. Wenn der Villager-Zombie mich denn lassen würde. Oder dieses Skelett da, was mich immer wieder zurückstößt. Oder zurückschießt, um genau zu sein. Gut, und ich merke auch gerade, meine Stimme wird wieder ein bisschen leiser. Meistens, wenn ich irgendwie so in Höhlen bin, habe ich so das Gefühl, es ist eine ruhige, dunkle, leise Atmosphäre. Und wenn dann so ein Creeper kommt, dann wird es wieder lauter. Aber ansonsten habe ich immer das Gefühl, ruhig, leise, entspannt. Die Stimme wird etwas leiser, etwas sanfter. Ich weiß gar nicht, wieso ich das Gefühl eigentlich habe. Ich meine, ja, wir brauchen uns hier nicht fürchten. Das ist eine Minecraft-Höhle, in der keine Überraschungen auf uns warten, in dem Sinne. Und ich überlege gerade hierher oder wo bin ich hergekommen? Wo bin ich genau hergekommen? Hier nicht. Bin ich von da oben gekommen? Gab es da was? Ja, ich glaube, von da oben bin ich gekommen. Und das scheint mir logisch, weil hier diese Ecke mit dem Wasser ist. Genau, hierher bin ich gekommen. Alles klar. Gut, ansonsten habe ich eigentlich auch gar keine Themen im Gepäck. Ich habe mich jetzt, ja, eigentlich auch sehr spontanisiert in diesen Folgen. Ich habe jetzt nämlich geguckt, irgendwie, dass ich ein bisschen erkunden gehe, weil ich jetzt nichts Konkretes als Bauvorstellung hatte. Deswegen wäre es auch sehr nett, wenn ihr mir mal wieder in die Kommentare schreiben würdet, ja, was ihr sehen wollt, also was ich bauen soll oder was ich noch so machen kann. Ob ihr sagt, ja, du kannst ja wieder weiter erkunden, ein bisschen rumlaufen, das macht Spaß. Oder ob ihr sagt, ja, du musst das und das bauen. Also ich habe jetzt nicht so vor, jetzt momentan bin ich nicht so in der Stimmung, ein Großprojekt anzufangen. Also sprich, irgendwie zu sagen, ja, ich hau jetzt so ein mega Zeppelin oder so ein mega Luftschloss raus. Da bin ich momentan nicht so in der Stimmung zu. Ich möchte, wenn dann überhaupt, kleine Projekte bauen, kleine Häuschen. Könnt ihr mir ja schreiben, was ihr da so im Sinn habt. Und was natürlich auch immer schön ist, wenn ihr Themenvorschläge schreibt. Das geht nämlich in letzter Zeit irgendwie zurück. Und ich bin ja auch nicht immer so der Meister im Themen raussuchen. Weil manche schreiben immer, langweiliges Thema, alles Kacke. Und ja, ich brauche deswegen eure Themenvorschläge. Ich bin ein wenig auf euch angewiesen. Was ihr denn hören wollt, was ihr denn besprechen haben wollt, ja. Ich kann nicht mal mehr Deutsch, wir sind wieder am Ende der Folge angekommen, man merkt es so ein wenig. Man merkt das immer, wenn man Deutsch ein bisschen nachlässt, dass man sich so in Richtung Ende der Folge begibt. Oder Ende der Aufnahme. Ne, auf jeden Fall wäre es halt nett, wenn ihr mir Themenvorschläge in die Kommentare schreiben würdet. Da ich dadurch dann weiß, was euch gefällt, was euch, ja, anspricht oder was ihr diskutiert haben wollt. Und wie gesagt, ich bin da auch immer offen für, ich lehne manche ab. Ich wollte gerade sagen, ich lehne die ja nicht ab. Aber manche Themenvorschläge lehne ich auch ab, aber das sind dann aber auch ganz bescheuerte Themenvorschläge. Das sind dann solche Themenvorschläge wie, was ist 1x1? Ja, genau solche Themenvorschläge sind das, also ganz bescheuerte, worüber man gar nicht reden braucht. Aber ansonsten nehme ich alle sinnvollen eigentlich auch an. Ich meine, das wisst ihr auch, ihr kennt mich ja. Also von daher, mit den sinnvollen Themenvorschlägen in die Kommentare und die unsinnvollen, die kann man gerne für sich behalten, würde ich einfach mal so meinen. So, und ich gucke hier auch gerade, wo ich raus kann. Ich glaube, hier geht's raus. Genau, und da ist auch schon wieder Nacht geworden. Und, oh, was ist denn da? Octopus Party? Mal gucken, was passiert, wenn ich da mit meinem Ice Ring drüber laufe. Tja, was sagt ihr nun? Ihr werdet alle unter dieser Eisfläche begraben werden. Wahaha. Naja, ich glaube zwar eher nicht, aber trotzdem wollte ich einfach nur nochmal den Ice Ring ausnutzen. Ich kann ihn eigentlich auch gerne anbehalten eigentlich. Ich wusste gar nicht mal, was so dagegen spricht. Da kann ich nämlich einfach hier so ganz locker drüber laufen. Und hepsa, hepsa, so kann ich die ganzen Seerosen hier kaputt machen. Boah, das ist ja Seerosen-Farming Deluxe, zack. So farme ich hier massenhaft Seerosen. Wow, mega Tutorial-Trick. Wie ihr ganz einfach Seerosen farmen könnt, installiert euch einfach die Elsa-Mod, holt euch einen Ice Ring und ab geht der Spaß. Oder ein Ice-Amulet, ist ja egal, was ihr da habt. Ein Ice-Pendant. Egal, was ihr da habt, es funktioniert ja alles. Ich überlege mal gerade so, ich bin mir gerade ganz sicher eigentlich, dass wir sogar noch ein Eisamulett da haben, so ein Eispendant. Ich überlege gerade schon sehr stark, haben wir noch so ein Eisamulett da? Ich meine, wir haben das irgendwann mal in einem Freezer hergestellt und haben es nie rausgeholt, oder? Da muss ich gleich nochmal nachgucken, ob wir so ein Eispendant noch da haben. Ich bin mir eigentlich so ziemlich sicher, dass wir mal eins hergestellt haben, aber haben wir das schon verbraucht oder haben wir das in Truhe getan? Oder ist das noch im Freezer? Da muss ich mal gleich nachgucken. Das weiß ich selbst gar nicht. Das ist voll spannend jetzt gerade für mich, weil ich das selber, wie gesagt, nicht weiß. Bin ich mal gleich gespannt, wo das Eispendant dann ist. Ansonsten nehme ich hier noch Wolle mit. Zack. Und zugemacht, damit die Schafe nicht entkommen können. Und dann kann ich gleich nochmal nachgucken. Und wie gesagt, Themen habe ich nicht mehr.
Neue Themen bitte in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich sehr freuen. Natürlich auch ein anderer sinnvoller Kommentar zu den ganzen Videos. Freut mich immer. Es ist immer schön, wenn man so die Meinung von euch erfährt. Denn ich weiß nicht, es ist immer sehr schön, wenn man zum einen natürlich in seiner Meinung bestätigt wird. Wenn man weiß, man ist nicht der Einzige, der so denkt. Aber es ist natürlich auch richtig cool, wenn man Argumente von der Gegenseite bekommt. Wenn ich halt der Meinung bin, dass das und das gut ist, und wenn der andere sagt, das ist schlecht aus den und den Gründen, dann finde ich das eigentlich eine ziemlich interessante Sache. Einfach nur, ach, ist ein Monster in der Nähe. Ja, dann ist der Zombie gleich mal tot und dann ist er nicht mehr in der Nähe. Nachdem mir die Elsa-Mod komplett abgeschmiert ist, habe ich mich dann nun auf den Weg hier nach unten zu unserem Lager gemacht, wo wir doch sicherlich hier im Freezer unser Eis pendet haben. Ich wusste doch, ich habe es irgendwo hingelegt oder irgendwo habe ich eins produziert. Und hey, wir haben ja sogar noch Massen von Glas drin. Ist ja cool. Hier auch nochmal. Genial, Leute. Dann werden wir das Glas erstmal nochmal hier hin tun. Ich wusste gar nicht echt, dass wir so viel Glas haben. Da können wir noch ganz coole Dinge mitbauen. Cool, cool, cool. Hier können wir auch noch Ambrosium reintun. Dann nehmen wir uns dann einfach nochmal 20 raus. Hier Zanit können wir auch noch ablagern. Dann das hier noch, Echorpietel, Feder, Seerose, der ganzen Quatsch hier können wir alles reintun. Schwarzpulver, Blume, oder kommen die Blumen hier rein? Die Blumen kommen eher hier rein, oder? Ach, ich weiß es gar nicht so genau, hier kommt auch das Schwarzpulver rein. Genau, das sind ja die Mobdrops. So war das ja. Dann so, so, und hier kommt auch die Wolle rein. Ich habe das schon ganz vergessen. So, und hier die Wolle rein. Erde packen wir auch einfach mal hier rein. Skyroot Bucket behalten will, Cobblestone da rein, Holy Stone und Ether Dirt behalten will. Hier Tintensack auch rein, Feuerstein auch rein. Kohle kommt dann hier in die wertvollen Truhe. Genau. So, und was mir noch vorgeschlagen wurde, ich soll mir doch eine Jukebox machen. So, und ich weiß gar nicht, wie eine Jukebox geht. Das müsste ich jetzt mal so spontan hier herausfinden. Ging eine Jukebox so? Jo, so ging ein Plattenspieler, eine Jukebox. Da hat der liebe Game Karim, ja, nämlich gesagt, hey, du hast ja noch einen Diamanten, mach doch eine Jukebox. Gesagt, getan, aus dem Diamanten hier habe ich dann noch eine Jukebox schnell gemacht. Und da haben wir auch direkt eine Schallplatte, nämlich Ward. Die können wir, passend zu den Nether Wards, auch wenn das anders geschrieben wird, Ward, also die Nether Warzen da und diese Ward hier, wird, glaube ich, anders geschrieben. Und ja, deswegen können wir dann einfach auch mal da in der Nähe, vor allen Dingen, weil das ja auch so ein kleiner... so ein kleiner Entspannungsbereich ist, können wir doch mal hier eine Jukebox aufstellen. Also hier natürlich nicht im Netherraum, sondern vielleicht hier irgendwo hin. Hier in die Ecke ist dann diese Jukebox. Hier können wir dann eine schöne Schallplatte reinlegen. Die man auch hört. Ja, man hört sie ein wenig, aber ich sag mal so... Ja, so spektakulär ist das ja eh nicht, dass wir da jetzt die schöne Musik hören. Wir haben ja immer schöne andere Hintergrundmusik. Aber ich finde das doch ganz nett von der Idee her, dass man dann hier sitzt und dann im Hintergrund seinen schönen Plattenspieler hat. Na gut, auf jeden Fall würde ich dann an dieser Stelle sagen, wären wir dann noch am Ende dieser Ezra-Folge angekommen oder dieser Ezra-Aufnahmesession. Ihr findet übrigens auch, das ist jetzt noch was ganz Besonderes, weil wir jetzt dann wieder so bei Folge 100 ungefähr sind, den Download-Link der Map in der Beschreibung. Könnt ihr einfach nachgucken, alle 50 Folgen gibt es ja den Download-Link, falls ihr euch die Welt hier herunterladen möchtet. Ansonsten würde ich an dieser Stelle aber einfach mal sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, hoffe einfach mal, dass es euch auch dieses Mal wieder gefallen hat und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ciao, Leute!